Hallo, da ist er, das Bruno Update 2 Red Pepper. Der neue Bruno klingt dicker, praller und fetter als je zuvor. Wir haben uns natürlich einige neue Sachen einfallen lassen und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Zunächst einmal ein paar Strings. Okay, was haben wir am Bruno verändert? Wie ihr hier seht, ist der Bruno ein bisschen roter geworden, hat einige Knöpfe mehr gekriegt und jetzt gehen wir ins Detail. Als allererstes ist auffällig, dass Bruno ein neues Patch- und Bankmanagement hat. So kann ich Sounds oder auch komplette Bänke direkt aus der GUI von Bruno laden. Als zweites haben wir das Voice-Management hier komplett überarbeitet. Bruno ist nun 12-stimmig polyphon im Normalmod. Im Lea-Mod habe ich quasi zwei Brunos übereinander gesteckt mit einer Detune-Funktion. Dann ist er 2x6-stimmig und klingt deutlich praller. Dann haben wir noch einen Unisono-Mod implementiert, mit dem ich wahlweise 2 bis 12 Stimmen auf eine Taste legen kann. Und das ist richtig fett. Weiterhin, hier oben, seht ihr, kann man jede einzelne Stimme etwas verstimmen, also detunen. Das macht letztendlich einen sehr schönen analogen Klang, weil bei jedem neuen Anschlag der neue Klang ein klein wenig verstimmt ist. Das müsst ihr euch so vorstellen wie bei den alten Synthesizern, wenn die Oszillatoren warm gelaufen sind, dann sind sie auch weggelaufen und man musste nachstimmen. Und dieses kann man hier am Bruno simulieren. Auch ein- und ausschalten. Weiterhin haben wir dem Bruno einen zweiten LFO spendiert, den man in der Frequenz und in den Wellenformen durchschalten kann. Der erste LFO arbeitet identisch, hat Phase-Sync, hat natürlich wählbare Wellenformen und bringt mächtig Druck in den Sound. Als drittes haben wir das Delay zum Host synchronisiert, also Tempo-Sync zum Host. Das gleiche kann man natürlich auch jetzt mit den LFOs machen. Wichtig in diesem Beispiel ist auch, dass ich jetzt den DCU synchronisieren kann, und zwar mit der Phase auf 0, das gibt dann diesen metallischen Sound, oder eben ich kann die Synchronisation ausschalten und dann schwingen alle Oszillatoren nicht in Phase. Das hört man bei verschiedenen Sounds, wenn man es punchig braucht, dann sollte man die Synchronisation einschalten. Braucht man es etwas so, naja, so lasch, kann man die Synchronisation ausschalten. Weiterhin gibt es für den Bruno noch eine zweite PWM-Welle, die noch einen etwas knackigeren Sound hat. Bei dieser Sache ist noch zu erwähnen, dass wir auch dem Bruno einen Aftertouch spendiert haben. Dann gehe ich mal weiter. Das war das Synthetic Cello. Dann habe ich hier noch einen richtig fetten Sound, auch mit Ultra Distortion. Also Bruno kann auch richtig böse sein. Meine Lieblingsstreicher. Ach, da kann ich immer so wegschmelzen. Weitere Effekte sein.
Das waren die Orgeln. Strings 2. Das Interessante dabei ist, dadurch, dass wir jetzt einen Layer-Modus haben, brauchen wir gar nicht mehr den Chorus, beziehungsweise den kann man für einzelne Sounds nehmen, aber er ist eine nette Zugabe und nicht mehr Haupt-Soundeffekt. Und Bruno klingt auch trocken wirklich gut. Besser? In verschiedenen Variationen. Effect Sounds. Diesmal gibt es auch Chöre. Und natürlich auch weiterhin die Ultra Distort Sounds. Wir haben diesmal auch den Noise-Generator überarbeitet und Bruno stellt also 4 verschiedene Rauschgeneratoren zur Verfügung, die man durchschalten kann. In diesem Sinne, die Demo gibt es demnächst auf unserer Webseite. Viel Spaß mit Bruno. Tschüss. TubeOhm. Thank you.